Herzlich willkommen wieder beim Adventsengel 2022 hier bei der Caritas in der Diözese Osnabrück. Und ich habe heute eine Kollegin aus dem Emsland bei mir zu Gast, und zwar Birgit Kröger. Sie arbeitet in der allgemeinen sozialen Beratung in Meppen. Und ich weiß, Birgit, ihr habt momentan eine ganze Menge zu tun, weil gerade die Krise, ob das nun die Energiekrise ist oder auch die Krise, die durch den Ukraine-Krieg entstanden ist, das löst eine ganze Menge bei vielen Menschen aus. Wie merkt ihr das bei euch in der Beratungsstelle? Also wir haben immer häufiger Nachfragen auch. Wir haben viele Klienten, die wir vielleicht auch schon ein bisschen länger kennen, die immer häufiger Probleme haben, überhaupt mit ihrem Geld auszukommen, die viele Sorgen haben, die zu uns kommen und schildern, dass sie Angst haben vor der Energiekrise, dass sie nicht genug Geld mehr haben. Auch Menschen, die vielleicht arbeiten und aufstockende Leistungen bekommen, die einfach jeden Euro noch mehr umdrehen müssen. Also es kommen auch Leute zu euch, die eigentlich eine 40-Stunden-Woche haben und trotzdem noch aufstocken müssen und immer noch nicht wissen, wie sie mit dem Geld auskommen sollen, also im Niedriglohnsektor unterwegs sind. Genau. Und Mit wie vielen Leuten arbeitet ihr da in Meppen? Einfach mal nur, um Verhältnis zu bekommen. das ist unterschiedlich. Also ich habe, denke ich, so in der Woche 5 bis 8 Fälle, die ich bearbeite in der Zeit. Und das wird jetzt immer mehr. Also der prozentuale Anteil an denen, die jetzt wirklich, die wir länger kennen, die häufiger auch in Geldnot sind, die vielleicht nicht mehr bis zum Ende des Monats mit dem Geld auskommen, der wächst einfach. Birgit, vielleicht kannst du uns an einem konkreten Beispiel mal darstellen, wo du oder wo ihr in der Beratungsstelle gerade besonders Menschen helft. Also ich habe zum Beispiel eine Mutter, die ich schon länger betreue, die alleinerziehend ist, 4 Kinder hat, 3 noch, die bei ihr wohnen, und sie arbeitet natürlich nicht Vollzeit, weil sie noch die Kinder zu versorgen hat. Die arbeitet so 20 Stunden in der Woche, kommt mit dem Geld einfach nicht aus und bekommt dann aufstockende Leistungen vom Amt. Und das fängt schon an bei einer Busfahrkarte, die vielleicht gekauft werden muss, wo sie vielleicht erst in Vorleistung gehen muss, oder dass irgendwelche besonderen Sachen, Winterkleidung, jetzt gekauft werden müsste Der und Kinder was weiß werden ich größer, nicht. die wachsen aus den Sachen raus, ne? Genau, die dann einfach nicht mehr weiter wissen, oder dann geht vielleicht ein Bett kaputt oder so, die dann zu mir kommt und sagt, ich komme einfach mit dem Geld nicht mehr aus. Wie helft ihr denn da konkret? Zahlt ihr dann zum Beispiel die Busfahrkarte erstmal, damit sie es nicht machen muss, und holt euch das später wieder? Wie können wir uns das vorstellen? Also bei der Busfahrkarte, der Landkreis Emsland übernimmt die Buskosten tatsächlich, Aber aber wen? sie muss immer in Vorleistung gehen, und da musste erst geklärt werden, auch mit der Emsländischen Eisenbahn zum Beispiel, dass die vielleicht schneller auch das Geld zurückzahlen, dass sie dann davon wieder Lebensmittel kaufen kann. Es wurde dann zum Beispiel konkret auch mit ihr besprochen, weil sie den Bedarf hat an neuen Möbeln für die Kinder, die einfach nicht gekauft werden können. Es geht dann auch wirklich um ein Bett mit Matratze, mit Lattenrost, und das kann nicht Also einfach das, was irgendwo man geholt im Grunde werden. genommen ja voraussetzen muss, dass Genau. wenigstens das zum richtigen und zum vernünftigen Leben wenigstens da sein muss, weil es gar nicht Richtig. anders geht. Richtig. Und da konnten wir dann zum Beispiel helfen, dass wir Stiftungen anschreiben, dass wir dann die Situation erklären, mit ihr das dann auch besprechen und dann auch einen Stiftungsantrag, einen positiven zurückbekommen haben, dass sie dann diese Möbel auch kaufen kann. Wie schwer fällt es diesen Menschen, zu euch in die Beratungsstelle zu kommen? Also das ist wirklich dieses Beispiel, was ich jetzt gerade genannt habe. Die Mutter hat wirklich ganz, ganz oft das Problem, dass sie sich immer rechtfertigen muss, dass sie immer sagen muss, ich bin am Arbeiten, aber ich komme mit diesem Geld nicht aus. Und man merkt, also ich betreue sie jetzt wirklich schon 2,5 Jahre, dass sie in immer größerer Not ist und dass ihr das immer schwerer fällt und dass sie eigentlich keine Kraft mehr hat, sich da auch irgendwo eine Lösung selber zu finden und auch zu mir zu kommen, und die sonst immer sehr positiv war, die wirklich sich so viele Sorgen macht, auch um diese Energiekrise, dass sie manchmal nicht mehr weiß, wie sie jetzt vor Weihnachten irgendwas neu kaufen soll. Zum Und da Beispiel kann ich ihr Geschenke sind dann. ja zu Weihnachten besonders wichtig, glaube ich, Genau. weil das zumindest Kinder wenigstens ein Geschenk bekommen. Genau. Und das war wirklich ein längerer Prozess, wo wir dann den Stiftungsantrag auch gestellt haben, wo man dann gemerkt hat, dass es wieder ein bisschen besser bei ihr wurde und ich ihr dann auch sagen konnte, sie bekommt Geld von der Stiftung, dass sie dann auch ein bisschen positiver zumindest in die Zukunft blicken konnte, weil ihr das so viel Sorgen auch macht. Nehmt ihr das dann mit nach Hause? Bewegt euch das auch nach dem Job? Oder wie ist das? Weil das ist ja nichts, was man vielleicht sich so einfach aus den Kleidern schütteln kann.
Es ist halt einfach auch viele Alleinerziehende, die ich dann zurzeit betreue, die so viel Not haben und was mir dann ja auch zu denken gibt einfach, weil sie nicht genug Geld haben. Die wollen alles richtig machen. Sie bekommen begrenzt Unterstützung, das ist einfach so. Sie wollen arbeiten und so und das Geld reicht trotzdem nicht. Und diese Sorgen, die sie immer mehr haben, das macht einen dann doch schon zu schaffen. Also auch gerade, wie soll ich die Heizkosten bezahlen und so weiter. Das ist einfach immer mehr Thema. Schön, Birgit, dass du heute da warst und uns diesen Fall erzählt hast. Und Sie sehen, meine Damen und Herren, Sie können uns helfen, Sie können den Menschen helfen, die es gerade in dieser Zeit nötig haben, denen es wirklich unter den Nägeln brennt und die kaum wissen, wovon sie vielleicht die Weihnachtsgeschenke kaufen sollen oder ihre Heizungsrechnung bezahlen sollen. Spenden Sie über den Adventsengel und wir leiten das Geld selbstverständlich unter anderem an Birgit oder auch andere soziale Beratungsstellen weiter, damit wir helfen können. Dankeschön.